gerade richtig verarscht, weil einfach alles abgeschlossen ist. Meine Bremsen gehen so durch. Weichei. Alter. Macht Spaß. Nee, Alter. Hier sind gerade überall Wildschweine. Ja. Guten Morgen. Es ist 4.30 Uhr. Und Philipp kam auf die grandiose Idee, dass wir heute eine Radtour machen mit 5000 Höhenmetern. Ja, guten Morgen. Wie viel fahren wir jetzt? So, 5.50 Uhr, Abfahrt. Wir sind jetzt auf der Dörnkirchner Höhe angekommen, auf dem zweiten höchsten Punkt der Route. Und da ist das höchstgelegene Dixi-Klo im Odenwald. Höhenmeter haben wir. Wann sind wir da? Ja.
11% Steigung. Das fühlt sich schlimmer an, als es ist. Ja, ein Baum kann raus, ne? Alter. So. Weiter geht's. Hier will ich keinen Purzelbaum machen. Also heute geht es den ganzen Tag nur bergauf. Wir wollen gerade zum Katzenbuckel hoch. Und hier sind alle Wege abgesperrt, weil hier gerade ein Rennen stattfindet. Deswegen haben wir die Route jetzt ein bisschen umgeplant, weil wir auf jeden Fall irgendwie hoch wollen. Jetzt hoffen wir einfach mal darauf, dass es klappt, weil wir sind nicht weit weg. Wäre halt ärgerlich, wenn wir den höchsten Punkt auslassen müssen. Also du kannst auch hier so die Challenge machen, so. Und hier schön stehen und dann so. Und dann so parallel hoch. Ja gut, das versuche ich. Ja. Aber ich mache dafür die Kamera aus. Ja. Jetzt trotz der Wegabsperrung oben angekommen, hat alles geklappt. Jetzt geht's weiter Richtung Königstuhl. Ja, 15 Berge haben wir heute. Ich glaube, 5 haben wir davon. Läuft. Der Weg runter ist genauso schlimm wie der Weg hoch, weil durch das Rennen die Strecke gesperrt ist und wir jetzt querfeldein irgendwie über eine Wiese versuchen, zu einem Parallelweg zu kommen, um dann mit einem Umweg irgendwie dann doch wieder auf die Route zu kommen. Schauen wir mal. Mich gerade richtig verarscht, weil einfach alles abgeschlossen ist. Wir nehmen den Weg, wo du meintest, das ist kein Weg, in der Hoffnung, dass es doch einer ist. Ich gucke, ich weiß es nicht, Mann. Es gibt keine Option hier. Wir haben es hoffentlich geschafft. Das wird sich da vorne hinter der Kurve rausstellen. Es sieht gut aus. Keine Mountainbiker mehr. Versuch mal einen 30er Schnitt zu halten. So, von einem Berg runter, auf den nächsten hoch und gleich geht's auf den Königstuhl, aber das sind noch ja, 30 Kilometer. Wir haben jetzt knapp 3000 Höhenmeter und sind auf dem Weg hoch auf den Königstuhl. Und ja, so ein bisschen was zur Route. Das ist ein Orbit 360 und zwar der 11 Earth Orbit, den wir aber ein bisschen angepasst haben für unsere Bedürfnisse. Also wir haben einerseits einen anderen Startpunkt und wir sind
Wir wollten die 5000 Höhenmeter voll machen, haben dementsprechend die Route noch ein bisschen angepasst, sodass die Gravel-Tour jetzt über die 12 höchsten Gipfel im Odenwald führt. Unter anderem hatten wir ja schon die Neunkirchner Höhe am Anfang und den Katzenbuckel. Jo, jetzt geht's weiter. Es sind jetzt noch knapp 90 Kilometer nach Hause und etwas über 2000 Höhenmeter. Wir haben gleich 18 Uhr. Ich glaube, dass wir uns von dem Gedanken verabschieden können, vor Sonnenuntergang anzukommen. Also gerade hatten wir ein Teilstück, da waren kurz 26% Steigung drauf. Das war so steil, dass das Hinterrad durchgedreht ist und der Lenker ist abgehoben. Also keine Chance, da hochzufahren. Alter. So, wir sind jetzt auf dem Königsstuhl angekommen. Jetzt geht's wieder runter. Philipp überlegt noch, ob er die Tour zu Ende macht. Und ich gönne es mir. Hoffe ich. Christian ist gegen so ein Teil gefahren. Ja, er hat aufs Navi geguckt. So, wir sind in Heidelberg. Das heißt, wir fahren nur noch eine Ewigkeit. Du haust jetzt nicht ab, ne? Doch. Ja, gut. Schön war's. Ich brauch noch. Weichei. Ich kann's noch gar nicht fassen, dass er mich jetzt allein gelassen hat. Nach 3000 Höhenmeter, ja gut, 3200, meinte er, ich soll jetzt allein weiterfahren. Das sind jetzt, zwar jetzt noch ein paar Höhenmeter, also ich denke, ja, es wird nach Mitternacht, ne? Aber gut, dann mache ich es halt alleine. Ich fahre jetzt hoch zum Philosophenweg und von dort aus geht's auf den Weißen Stein. Irgendwie Richtung Dossenheimer und Schriesheimer Höhe. Ja, der Anstieg hat wieder begonnen. So langsam geht die Sonne unter und ja, 70 Kilometer sind es wahrscheinlich noch. Ich muss jetzt da hoch. Alter, es wird nicht besser. Thank you.
Macht Spaß. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich bin. Aber da sind irgendwelche Dörfer. Das bringt mir aber nichts. Jetzt ist die Dunkelheit auch endgültig eingebrochen. Man sieht kaum noch was. Und ich muss jetzt noch so 55 Kilometer durch den Wald fahren. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich die Strecke nicht kenne. Und aber ist okay. Ich laufe hier gerade irgendwelche Trails lang. Alter. Nee, Alter. Alter. Was ganz cool ist, dass ich gerade hier durch so einen Windpark fahre. Überall Windräder. Leider kommt das jetzt wahrscheinlich nicht so rüber. Aber das sieht schon echt cool aus hier. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wie weit es noch ist. Aber das macht gerade wieder richtig Spaß. Weil es jetzt mal oben auf dem Berg etwas flacher ist. Und irgendwie habe ich wieder Kraft. Ich habe das Gefühl, ich könnte ewig weiterfahren. Mal schauen, das kann sich in einer halben Stunde auch ändern, das Gefühl. Ich habe hier ein Lost Place entdeckt. Und da hinten ist irgendwo ein See am Steinbruch. Ich gucke mir das da auch nochmal an, auch wenn man im Dunkeln nichts sieht. Das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Ich muss da lang. Und einen anderen Weg gibt's nicht. Alter. Hier sind gerade überall Wildschweine. Ob man es hört. Die laufen aber vor mir weg. Der hat gerade gegrunzt, weil er sich erschrocken hat vor mir. Ich mache jetzt einfach Geräusche, damit ich die nicht überrasche. Und ach Mann, Alter, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, ich glaube, die sind jetzt hinter mir. Also nicht auf dem Weg hinter mir, sondern die Geräusche werden weniger. Ich glaube, ich gehe gerade aus dem Wildschweingebiet wieder raus. Aber ich habe mich gerade schon echt erschrocken, weil das Grunzen war halt direkt 4-5 Meter neben mir. Oh Mann. Okay. Ich glaube, die sind weg. Zuerst, das sind nur Rehe oder so, auf einmal grunzt es. Okay, weiter geht's.
So, es ist jetzt 1 Uhr nachts. Ich bin in Rimbach. Und ich könnte jetzt nach Hause fahren, aber ich fahre jetzt noch auf den Kreberg hoch. Das ist, ich bin mir gerade gar nicht sicher, der dritthöchste Berg im Odenwald oder sowas um den Dreh. Also der muss auf jeden Fall noch mitgenommen werden. Und ja, ich glaube so knapp 20 Kilometer sind das insgesamt noch. 4718 Höhenmeter. Und jetzt kommt der letzte Berg. Und dann ist die Tour auch schon vorbei. Ja, schade. Ist schön hier. Gerade oben auf dem Kreberg angekommen. Jetzt fahre ich zur Mathildenruhe. Das Päuschen spare ich mir. Ich fahre jetzt einfach weiter. Es geht jetzt erstmal eine ganze Weile bergab. Und dann geht man mal ganz kurz bergauf zu mir nach Hause ins Bett. So. 10 Kilometer sind es aber noch. So, der letzte kleine Trail für heute. Den kenne ich zum Glück auswendig, den kann ich halt ganz cool im Dunkeln fahren. Ich kenne hier jeden Sprung und jeden Stein. Das ist jetzt der letzte Anstieg. Ich bin gleich zu Hause. Und ja, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, ich hatte komplett neue Bremsbeläge drauf. Und die sind nach dieser Tour einfach schon runter. Ich glaube, lang machen die nicht mehr. Was ich halt schon extrem krass finde. Ja, weil die halt neu waren. Und vorher haben die halt ja knapp 3000 Kilometer gehalten. Aber jetzt ist das vorbei. Naja, gut. Es war heute auch eine außerordentliche Belastung. Nach entspannten 22 Stunden im Sattel sind 5331 Höhenmeter geschafft. Puh.